Das ist so, als wenn ihr auf einmal träumt und ihr denkt, ihr habt geilen Toast im Leben gegessen. Auf einmal kommt jemand und bringt euch das hier und ihr merkt, was habe ich da mein Leben lang gegessen. Gute Lieben und schön, dass ihr am Start seid. Außen Auto heute die Ansage. Ich freue mich auf dieses Video extrem, da ich Bilder gesehen habe, die mich bewegt haben. Ich sag's euch, dieser Burger, den ich euch heute zeige, angeblich soll der komplett unser aller Leben auf den Kopf stellen. Der soll Deutschland erobern. Die, die den getestet haben, und ich gucke natürlich immer andere YouTuber an, die sind alle durchgedreht. Komplett eskaliert, rein vom Optischen. Euch geht einer ab, ich muss es ganz klar so sagen. Wir werden das jetzt testen. Ich danke euch auch wie immer für eure Kommentare. Knallt die bitte voll, knallt die voll und den Daumen nach oben. Der muss richtig, aber die soll wirklich richtig glühen. Und einen Gutschein gibt es auch wie immer 50 Euro für random, für irgendjemand einfach so. Und jetzt treffen wir uns mit einem guten Big Baba, der nämlich auch sehr überzeugt von diesem Burger ist. Und wir werden uns den zusammen jetzt angucken. Von Wonder Waffle ist übrigens diese Idee. Die haben diesen Burger eröffnet. So, ich bin am Start jetzt. Smack Burger ist von Wonder Waffle. Die haben den an den Start gebracht. Das heißt, finanzkräftig waren die da unterwegs. Das heißt, sie haben mächtig Knete am Start gehabt, um vielleicht da wirklich was richtig Heftiges zu machen. Draußen optisch. Sehr geil. Sehr gut. Und jetzt treffen wir uns, wie gesagt, mit einem guten Beeline. Ich werde hier noch eine öffentliche Toilette eben einmal aufsuchen. Vielleicht sehe ich da hinter mir eine. Und dann geht's weiter. Ach, diese Berliner Luft, Leute. Ich liebe sie. Hier geht's gleich längs. Weiß gar nicht, wo wir sind. Ich glaube in Wedding. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So Leute, ich habe den guten Big Baba am Start. Was geht, Halle? Grüß dich, Bilal. Alles gut bei dir? Alles Bestes bei dir? Ja, muss man, muss. Freut mich, dass du es geschafft hast. Ja, wir wollten schon öfter was drehen, ne? Aber wie das so ist, ne? Nach Berlin, hier und da. Aber heute machen wir das. Und ja, ich habe gesehen, du hast ja hier bei Smack Burger schon ein Video gedreht. Und ja. Du bist überzeugt von dem Burger, ne? Ich bin mehr als überzeugt. Das ist wirklich, also ich sag's wirklich, das ist mein neuer Lieblingsburger, weil in dem Burger ist genau das drin, was ich liebe. Zwiebeln, Käse, Fleisch. Und das Brot sieht heftig aus. Und das aus, Brot, ne? Ist das i-Tüpfelchen. Es gibt auch einen kleinen Insider in Berlin, warum Big Baba die Sonnenbrille nicht absetzt, weil alle Frauen immer sofort, die kommen sofort. Sag das mal einmal, doch mach mal einmal, glaub mir. Ich kann nicht ohne Sonnenbrille. Wird jetzt deine Frau sauer. Keine Frau. Bist du Single? Ja, hallo. Ehrlich, ey? Ja, hallo. Alle Frauen, auch wenn es nicht viele sind auf diesem Kanal, 50 Euro Gutschein auf den besten Kommentar von der Frau. Schreib mich an holle2164@gmail.com. Sieht schon mal geil aus. Die haben gut Geld in die Hand genommen, Bilal, ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben die berühmte Wonder Waffle Kette. Das haben wir auch in den gleichen Farben gemacht. Wir haben auch einen Kameramann, den von Bilal haben wir heute am Start. Achmed ist nicht am Start. Fabi. Fabi, grüß dich. Machst du uns heute hier ein schönes Video, ne? Selbstverständlich. Aha. Ich gebe mein Bestes. Du bist Profi aber, ne? Ja, klar, was ist eine Frage. Spezialisieren sich auf ein paar Dinge. Toastbun, der Shit. Ich habe ein bisschen Angst, dass das zu präsent ist. Ich finde es perfekt. Okay. Ich habe schon gesagt, Holle ist ein bisschen kritisch. Ich hoffe, aber... Wir schauen. Ich blende mal hier mein aktuelles Ranking ein da oben, wie jetzt die besten Burger Deutschlands abschneiden. Und dann gucken wir, wo jetzt dieser Burger landet. Also Achmed, ne? Nur ich will dir jetzt keine Angst machen, ne? Aber guck mal, wie der Bruder abreißt mit Licht und so, ne? Also wenn meine Brille nicht spiegelt, dann hast du ein Problem, Achmed. Dann brauchst du auch so ein Licht. Das sage ich dir jetzt schon Team mal. Team Big Baba ist professionell. Ich habe mich auch gewundert, ich sehe das erste Video von Bilal und ich denke, was, ey, professioneller als meins. So Leute, wir haben Ahmed am Start, den sage ich mal Inhaber. Mitinhaber, genau. Und ihr habt ja Wonder Waffle auch am Start. Genau. Und das hier jetzt sozusagen Burger noch an den Start gebracht. Ja. Jetzt zu deinem Burger, ne? Generell Fleisch, Brot und so weiter. Erzähl uns doch mal irgendwas, was so der Gedanke dahinter ist. Bevor wir den Laden aufgemacht haben, also 2 Jahre lang wirklich schon Tests durchgeführt. Zwei Jahre in Forschung. Genau. Okay, krass, also wir haben wirklich alles Mögliche getestet. Was für eine Körnung habt ihr bei dem Fleisch, kannst du das sagen? Nee, ne? Da haben wir halt auf jeden Fall halt drauf aufgepasst, dass es halt saftig bleibt. Ja. Ich habe schon gemerkt, nicht ganz gesmashed, aber so ein Mittelding, ne? Genau. Also so, dass wir die Röstaromen haben, aber drinnen halt trotzdem noch dieser Fleischsaft drinnen enthalten bleibt. Dann zeig uns doch mal direkt das Fleisch, dass wir da einsteigen können. Dann gehen wir mal nach hinten. So Leute, hier ist aber ganz schön eng hier alles, ne? Das ist Hochbetrieb gerade. Oh ja. Wo haben wir das gute Fleisch denn? Boah, hier sehen wir schon ein bisschen Chicken. Geiler Duft, ne?
Das riecht richtig gut, Mann. Du musst ja doch die Brille nochmal abziehen, ne? Ja. Weil hier ist zu wenig Licht. Hier haben wir das Fleisch, ne? Genau. Okay. Also wie gesagt, der Fettanteil ist bestimmt, das Fleischanteil ist bestimmt und halt auch die Körnung. Das ist halt normalerweise wirklich ein Fleisch, was man auf dem Grill tut. Und wir benutzen das halt einfach wirklich als Burger-Patty. Wie ist also die Zusammenstellung denn vom Fleisch? 80-20. Verschiedene Fleisch oder nur eine Fleisch? Nur eine. Und welche ist das denn? Bleibt ein Geheimnis. Das ist der Patty Melt. Wie kam also, auf die Idee hier überhaupt so ein Ding zu machen? Das ist eigentlich der erste Burger in Amerika gewesen. Das war aber halt nur zwischen zwei Toastscheiben und dann einfach nur ein Patty drauf. Wir haben den so ein bisschen, ich sag mal, aufgemotzt. Das ist halt so feines Brioche. Darf ich mal einen anschauen? Ja, klar. Feines Brioche, sagst du, ja? Genau. Wenn wir den halt nochmal dann anrösten auf dem Grill, da kommen halt nochmal diese... Das kann man also nicht mit normalen Toastbrot vergleichen, ne? Nein, kannst du auch. Ich würde ja niemals sagen, für mich der geilste Burger, wenn es nicht so wäre. Du hast ja auch echt viele gegessen inzwischen, ne? Dann würde ich sagen, schreiten wir zur Tat und dann blenden wir jetzt für euch einen schönen Foodporn ein. So Leute, ich hoffe, euch hat der Foodporn gefallen. Wir müssen jetzt noch warten auf die Burger. Wir holen jetzt uns diesen Brioche Sandwich Burger, davon Chicken einmal normal. Genau. Und mit normalen Bun auch jeweils die beiden Varianten. Genau. Ne? Ihr wisst schon, wie es aussieht. Ich weiß an dieser Stelle noch nicht, wie es aussieht. Und ich werde auch noch extra, ich habe ja so ein Burger Ranking, auch noch wahrscheinlich extra Chicken Ranking mal machen. Vielleicht mache ich das in diesem schon. Und dann nehmen wir mal Platz wieder. Das ist so ganz spezielles Team hier gerade, Leute. Die besprechen sich da gerade, als wäre irgendwie Verlängerung beim Fußball und die müssen noch irgendwas, keiner darf zuhören, noch so Mund verdeckt. Danke, Vanilla. Danke dir. Vielen Dank. Guck mal, das ist jetzt... Boah, guckt euch das an, Leute. Oh, brutal. So, Leute, jetzt ist die Stunde Wahrheit, Mann. Ich habe auch maximal viel Hunger. Guckt euch nochmal hier kurz rein. Es ist so richtig weich. Schöne Kruste hier auch. Guckt euch das nochmal an. Hier nochmal das Ranking. Nochmal das Ranking. Oder auch nicht. Nein, scheiß drauf. Egal. Ganz außergewöhnliches Geschmackserlebnis erstmal. Toast-Charakter, wie zu Hause. Konsistenz ganz anders, aber dieses Feeling vom Toast, ganz intensiver Käse, ganz weiches Fleisch, weiche Konsistenz. Oh, warte, Leute, ja. Also Fleisch ist für mich bisher nicht zu spüren, sage ich so. Und durchs Bun, das ist so, sage ich mal, die Perfektion von Sandwich zu Hause in diesem Sandwich-Maker. Jeder kennt das und jeder mag das. Das zwischen Toast noch, Fusion, Digitation, Weiterentwicklung, die perfekte Variante davon. Benotung von der ganzen Geschichte kriegt ihr am Schluss. Seid gespannt auf die Bewertung. Ich mag keine Faxen, das müsst ihr testen. Das ist echt nicht normal hier. Oh. Zwiebeln, Fleisch, Käse, Brot, sagst du, ne, Bilal? Genau. Jetzt den Chicken einmal kurz. Werde ich einmal kurz reinballern. Brot ist krank, Leute. Jeder, der in seinem Leben Toast gegessen hat, der muss hier hinkommen, weil das ist so, als wenn ihr auf einmal träumt und ihr denkt, ihr habt geilen Toast im Leben gegessen. Auf einmal kommt jemand und bringt euch das hier und ihr merkt, was habe ich da mein Leben lang gegessen. Würziges, schmackhaftes Chicken für Chicken-Fans. Absolut muss. Jetzt werde ich nochmal die normalen Buns einmal raushauen. Gucken wir mal hier. Da ist Salat drin ein bisschen. Und auch noch einmal der normale Cheeseburger. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Tomate, Gurke drauf. Hat so leichte McDonalds-Vibes, nur mit den Tomaten und so. Auch wegen dem Bun. Mhm. Auch absolut leckerer Burger. Boah, da wird nochmal extra aufgefahren hier. Guck mal wieder. Das sind unsere Chili Cheese. Geil. Von Kana. Geil. Und Süßkartoffeln. Ist das für die Süßkartoffeln? Ja. Hätte ich noch nie gegessen. Auch geil, ja. Da kann ich euch mal empfehlen. Mhm. Ja, mal was anderes. Ja. Schön fruchtig. Den hier nochmal. Da fehlt mir die Würze, sag ich ganz ehrlich. Zu dick das Hähnchen. Da war das besser abgestimmt bei dem anderen. Aber das hier, Leute, das ist eigentlich ungerecht. Weil normalerweise müsste man dem jetzt auf Zeit widmen. Aber man will nicht, weil der hier einfach zu krass ist. Ich kau gar nicht mehr richtig. Ich schluck einfach nur noch. Hallo, hat ihn gekillt. Das heißt schon was. Seht ihr, der hier muss jetzt erstmal weg. Ich gebe mir den noch kurz, Leute, dann sehen wir uns zu der Bewertung. Vielen Dank erstmal für die Empfehlung und fürs dabei sein. Sehr gerne, sehr gerne. Ahmed, danke schon mal für den leckeren Burger. Wir haben eine knifflige Angelegenheit, das sage ich euch so wie es ist. Ne? Ich kann nur den Sandwich-Burger bewerten, weil das ist taktisch unklug. Du kriegst einen Burger, der einfach Champions League ist und ich konnte meinen Fokus nicht so weit auf die anderen
Burger legen. Also kann ich euch keine Review-Wertung geben. Das Einzige, was ich sagen kann, Cheeseburger, der normale, hat mir auch gut gefallen. Und auch der Chickenburger im Sandwich-Style. Der Hähnchenburger im normalen, da war zu viel Chicken, zu viel Fleisch, da hat mir die Würze gefehlt. Ne? Aber dahingestellt, der Sandwich-Burger ist Champions League. Ist es nichts irgendwie zu offensiv oder irgendwas, was runtergeht? Ja. Das Einzige, weshalb es nicht Platz 1 ist, ist, weil ich doch zu wenig Fleischgeschmack hatte. Das widerspricht ein bisschen dem, was ich eben sage, aber da noch ein Klick mehr. Aber es ist bei mir Platz 2 mit 8,7 Punkten. Teilt sich zwar mit drei Leuten den Platz 2, aber Endgegner, da habt ihr einen richtig heftigen Burger, wirklich. Für mich persönlich der beste Burger. Ja, und deshalb sage ich danke an euch. Ja, danke, wie gesagt, an euch beide. Sehr gerne. Gerne den Big Baba auch ein Abo da lassen, der hat gerade einen frischen Kanal, macht gute Arbeit, gute Food-Videos und dann sage ich danke fürs Zuschauen, auch gerne bei mir noch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Daumen oben und einen Kommentar unbedingt, das Video muss viral gehen, die Leute müssen erfahren, was hier los ist. Wenn man sich weit aus dem Fenster legt, könnte dieser Burger Deutschland erobern, will mir gar nicht ausmalen. Bis zum nächsten Mal, Leute.